Ja, wir sind heute da, um für Demokratie in Österreich einzustehen, für Vielfalt, für Toleranz. Weil wir gegen rechts sind. Das bedeutet, dass auch die BWL-Maries und die Mädels, die nicht alternativ ausschauen, sich gegen rechts einsetzen können. Und hier nochmal für die Internationals. Wir sehen, es sind tausende Menschen hier jetzt schon zusammengekommen in Wien vor dem Parlament und es ist endlich der Aufschrei, den wir gebraucht haben, nachdem es in Deutschland gebrodelt hat. Weil wir es nicht gut finden, dass Europa seinen Rechtsruck macht und wir einfach für mehr Toleranz, mehr Akzeptanz, mehr linke Politik einstehen wollen. Wir sind hier, weil wir, wie unser Name schon zeigt, nämlich Omas gegen rechts, weil wir gegen rechts sind und weil wir wirklich das Gefühl haben, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Um die FPÖ-Regierung eigentlich zu zeigen, dass nicht alle Leute einverstanden sind mit dem, was die so sagen. Ja, weil wir gegen rechts sind, sind wir da. Weil ich es kacke finde, dass sich die Geschichte wiederholt. Also es hat damals im NS-Regime so ähnlich begonnen und ich möchte einfach nicht, dass es wieder so ausartet. Ich bin da, weil Rassismus jetzt sehr gestiegen, vor allem auch im gesundheitlichen Bereich. Gegen Rassismus müssen wir immer kämpfen. Das Schlimmste ist, wenn die ÖVP mit den Freiheitlichen eine Regierung macht und dann, ja, Urbanisierung im Extremfall. Wir sind so viele, die ein friedliches, humanistisches Menschenbild in sich tragen.